Spring auf den Feuerbeerregenblock auf der Schiene und erreiche das Ziel. Okay, keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber das werde ich sicher noch rausfinden. Feuerbeerregenblock. Okay, wieder Mario Bros. 1. Also das ist das erste Schloss nachgebaut. Zumindest bis jetzt. Kann sich auch ändern. Das erste Schloss aus Mario Bros. 1. So. Oh nein! Shit, okay, einfach durch. Oh! Meint der so ein Ding? So der, das Spiel? Krieg ich wenigstens einen neuen Pilz? Auf dem Ding? Nee, oder was? Wieso hat der Hammerbruder-Musik, oder? Oh! Ich weiß nicht mal, wie ich das Level lösen soll. Also ich habe das... Spring auf den Feuerbarrierenblock auf der Schiene und erreicht das Ziel. Was ist denn ein Feuerbarrierenblock auf der Schiene? Oh! Oh, ich habe das ganz falsch interpretiert. Okay, okay, okay. Alles gut. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ich habe das nur falsch verstanden. So. Ich soll auf diesen Feuerbarrierenblock springen mit der Schiene. Das ist er hier. Keine Frage. Aber, und dann steht er und erreicht das Ziel. Aber, oh fuck. Aber da stand nicht, ich dachte, ich muss da auf dem Ding, oft in das Ziel zureiten. So, jetzt habe ich es berührt. Ja, blöd gelaufen, jetzt kann ich ins Ziel. Ich dachte, ich muss auf diesem anderen Ding, da hier, was da gerade am Schweben ist, irgendwie ins Ziel durch. Keine Ahnung. Aber das sollte das eigentlich gewesen sein, wenn ich das jetzt nicht missverstanden habe. Was ich überhaupt tun muss hier. Ja, richtig. Ich musste nur einmal drauf springen, besiege Bowser und erreiche das Ziel. Gewissermaßen habe ich ihn ja schon besiegt. Aber ich weiß, was das Spiel von mir will. Oh, cool, neue Elemente freigeschaltet. Ja. Ich muss Bowser mit einer Feuerblume besiegen. Darum geht's. Das heißt, mich einmal treffen lassen in diesem Level geht eigentlich. Kann man schaffen. Oh Mann. Ich versuche extra vorsichtig zu sein. Oh, okay, verkackt. Neustart. Ich muss auch erstmal so richtig hier reinkommen. Ich fand irgendwie auf der Wii U hat sich das alles ein bisschen komfortabler gesteuert. Ich weiß nicht, ob das einfach an dem Input liegt auf dem 3DS. Ich gucke auf meinen Monitor dabei. Aber irgendwas fehlt mir noch, dass ich mich wohlfühle. Ich habe erstmal versucht, um ein Steuerkreuz zu spielen. Jetzt bin ich wieder auf dem Schiebepad. Ich glaube, das liegt an dem 3DS, auf der Stand der Steuerung. Ich würde mich irgendwie wohler fühlen, wenn ich einen Controller in der Hand hätte und nicht das Gerät. Ja, okay, soweit so gut. So, der Teil hier, der ist halt nicht original aus Mario Bros. So, schnappen und laufen. Oh, dieses verdammte Feuer, okay. Das ist aber nicht die gerechte Bowser-Musik, ne? Das ist mehr so die... Erstmal ist es Mario Bros. 3 Musik. Und es ist halt die Musik, die immer bei den Hammerbrüdern kommt. Ey, was macht der denn da hinten? Komm mal zurück. Jetzt könnte er theoretisch das Ding kaputt machen. Scheiße, er macht's mir schwer. Ich kann ihn nicht mehr treffen. Okay, doch, teilweise noch. Ich krieg dich. Okay, Bowser ist besiegt. Aber ich will nicht ins Ziel. Okay, doch, ich muss. Ah, okay. Geschafft. Ich um meine 10 Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Medaillen verliere, wenn ich wirklich auf 0 komme. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, es kommt einfach nicht so weit. So, aber Challenge geschafft. Weiter. Ui. Gratulation zum Meistern der ersten Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das bearbeite, ob man jetzt den Text unten sehen kann. Deswegen lese ich einfach nur alles vor. Kuh. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, ob sie Frau oder der Vogel ist. Du hast nun Zugriff auf die zweiten Elemente der Brücke und Lucky Two. Wenn du eine Welt komplett abschließt, erhältst du neue Elemente, die du im Bauen-Modus einsetzen kannst. Ja, so ein Zeug, also nichts Interessantes. Wenn immer du Elemente erhältst, öffnen sich dir neue Arten, Level zu entwerfen. Probier sie mal ruhig aus. Wenn du so weitermachst, wirst du noch viel mehr Elemente freischalten.
Welt 1 sollte dich mit der Steuerung vertraut gemacht haben. In Welt 2 warten sowohl Wasserlevel auf dich, als auch Level, in dem Mario häufig rennen muss, um zu rennen. Guck mal, hier wird mir beschrieben, wie man rennt. Musst du Y gedrückt halten, während du mit Mario bewegst. Du wirst staunen, wie schnell Mario sprinten kann. Ey, ich bin ja auch nicht von gestern. Sehen uns dann in der nächsten Welt. Okay, also sehr unnötiges Zeug wird mir hier erklärt. Oh cool, die Welt, die Musik hat sich minimal verändert. Hatte mindestens 5 Versuche mit einem Superstern und erreicht das Ziel. Okay. Ah. Okay, unter Wasser dann alles noch. Ich dachte, ich muss hier ganz schnell rennen oder so, wisst ihr, um mit meinem Stern da irgendwas zu erreichen. So, jetzt hier. Ich muss ganz schnell sein. Eine Zeit für den Pilz. Boah, das schaffe ich auch von der Zeit her gar nicht. Moment, das schaffe ich ja von hinten nicht von der Zeit her. Alle Goombas hier zu killen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bräuchte mehr Sterne. Sonst wird das nichts. Ich habe nichts erreicht. Wir probieren es nochmal. Irgendwas habe ich hier nicht richtig gemacht. So. Ist zum Beispiel... Sind die unsichtbare Blöcke? Ja, tatsächlich. Oh, shit. Als habe ich ja den ersten Goomba getötet. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber... Um auf Nummer sicher zu gehen. Töten. Okay, jetzt weiß ich, wo sich überall die Sterne verbergen. Nämlich immer da, wo diese Münzen drumherum sind. Nnochmal. So, jetzt. So, das lädt immer lange. So, am besten den am Leben lassen, den Goomba. Vielleicht mache ich das so einfach so. Erstmal nehmen. Ja, oder so. Na gut. Ich glaube, jetzt hat es jetzt auch nicht so viel gebracht. So, das schon besser. So kann meine... mein Streak, wie nennt man sowas auf Deutsch immer. Meine Combo jetzt, sag ich mal, am besten. Am längsten durchhalten. Indem ich einfach viele Sterne hintereinander sammle. Piu! So, okay. Das sind wirklich viele Sterne. Mit einem hätte das unmöglich geklappt. Aber mit so vielen... stehen meine Chancen gut. So, ein Leben habe ich. Zwei. Jetzt muss ich noch 3 Goombas töten. So, 3, 4, 5. Hätte man denken können, ne? Gut. Hätte man denken können. Ich habe den einen verfehlt und habe mich vom anderen auch töten lassen. 2 schlimme Sachen. Jetzt können wir es von vorne machen. Ist das nicht toll? So, ich muss jetzt auch nicht jeden einsammeln. Ich meine, reicht doch schon. Oh, jetzt ist es so gestorben. Oh, komm, Alter. Jetzt ist er wegen dem Scheiß gestorben. Und nicht wegen, weil ich ihn berührt habe. Das macht einen riesen Unterschied. Okay. Schwimmen. Kleiner Mario. So. Aber wir können auf jeden Fall ein bisschen Zeit sparen, indem wir jetzt nicht wirklich jedes einzelne Ding in uns hier holen. Okay, komm, scheiß auf den, hol ich mir. So, Goombas unter Wasser hat es in Super Mario Bros. Eigentlich gar nicht gegeben. Das ist eigentlich so mehr so für dieses Spiel hier programmiert. So. Läuft doch super bis jetzt, vielleicht. Sammeln wir zum Schluss doch alle ein. Weil ich die Zeit hier brauche.
Jetzt habe ich gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, jetzt habe ich genug, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe sogar ein zu viel. Ich weiß aber nicht. Ist ja auch egal. Sollte bestanden sein jetzt. Tada! Rip! Besiege alle Gummis, indem du auf sie springst und erreichst das Ziel. Oh, okay. Ich habe mir eher so gedacht, jetzt kommt sowas wie spring auf keine Gumbas, lass alle am Leben, aber dann so, okay, ist kein Problem. Kein Zeitdruck mehr, aber erfordert viel Geschick. So. So, und die sind ja auch nicht ohne, ne, weil die bewegen sich ja. Also, ich kann mir ja zur Hilfe den Pilz hier diesmal nehmen. Eben habe ich ihn ja nicht genommen wegen Zeitdruck. Den habe ich aber jetzt gar nicht mehr. Das heißt, falls ich jetzt irgendwie verkacke und mich von einem treffen lasse, ja, dann kriege ich eine zweite Chance. Komm zu mir! Du Drecksack. Oh shit, nicht den Stern sammeln. Boah, der Stern verfolgt mich. Irgendwie. Oh fuck, der nächste Stern. Ich meine, rein theoretisch kann man auch sammeln und warten, aber... Okay, die sind tricky, weil die haben ja Flügel und die dashen viel heftiger. Und die halten zwei Treffer aus. Oh, fuck. Jetzt ist es geschehen. Komm runter. Oh, fuck. Ah. Ich hab gesagt, er soll runterkommen. Und das hat er dann auch gemacht. Ey, Mann, dieses verdammte Spiel, ey. Okay. Hat seinen Charme. Dann nochmal. Na, ich finde das auch gut, weil, wie gesagt, ich habe mir das Spiel ja gekauft wegen diesen Levels und diesem Spielmodus hier. Nicht wegen des Levels selber bauen. Wenn ich das machen wollen würde, habe ich die Wii U-Version. Würde ich auch, glaube ich, bevorziehen. Ich werde einfach mal aus Interesse trotzdem mir hier ein Level mal bauen, um mal zu gucken, wie es so ist. Aber wenn das wirklich so Sachen sind, die so viel Zeit in Anspruch nehmen für jedes Level, diese Mission, und es noch 100 sind, dann werde ich ja lange dran sitzen. Und das, finde ich, ist dann ganz gut, weil dann ist das nicht so hingeklatscht. Wisst ihr, ich habe gedacht, hier würde man so schnell durchkommen. Na toll, jetzt habe ich mich jetzt schon treffen lassen. Aber wenn das nicht so ist, ist es eigentlich besser. So, den ersten habe ich jetzt schon mal. Erinnert mich ein bisschen an Balloon Fighter. Da ist auch so ein Luftkampf, nur dass wir jetzt hier unter Wasser uns befinden. Boah, das war knapp. So, jetzt brauche ich eigentlich theoretisch gar nichts mehr drücken. So, und durch. Und dann noch von oben drauf, damit wir Leben kriegen. Yes! Jetzt haben wir gewonnen. Dieses Level müssen wir nie wieder sehen. Nie wieder. Das spielt keinen 3D-Effekt übrigens. Vielleicht sollte ich das auch anmerken. Aber braucht man das dann auch? Ich weiß gar nicht. Ich benutze sowieso nie 3D-Effekte in keinem Spiel. Okay, Level 2. Level 1 hat ganz schön viel Zeit schon in Anspruch genommen.